Schönen guten Morgen in die neue Handelswoche und das Wetter bzw. das Geschehen an den Börsen passt sich immer mehr den sommerlichen Temperaturen an. Sie sehen alle schön grün an der Wall Street nach einem durchaus diskussionswürdigen Arbeitsmarktbericht, denn auf der einen Seite ist die Zahl der offenen, ist die Zahl der geschaffenen Stellen zwar niedriger ausgefallen als erwartet, 160.000 kamen raus, 190.000 waren erwartet worden, aber die Arbeitslosenquote auf 3,9% gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit 18 Jahren. Die Lohnsteigerungen waren ja moderat, etwa 2,7% ist hier rausgekommen. Das ist nicht ganz das, was sich die Fed erhofft hat und was die Inflation ankurbeln könnte. Also dieser Zielkorridor, der da angesteuert wird, der wurde nicht erreicht. Nichtsdestotrotz, die Anleger haben diesen Arbeitsmarktbericht wohlwollend aufgenommen und positiv aufgenommen. Dazu kam noch eine wirklich blendend aufgelegte Apple. Dazu kommen wir später. Schauen wir uns den ersten Chart jetzt mal an. Das ist Öl. Es gibt weiterhin, ja, beziehungsweise es bestehen weiterhin Spekulationen, dass die Amerikaner vielleicht neue Sanktionen, weitere Sanktionen gegen den Iran verhängen könnten im Atomstreit. Und das treibt WTI jetzt in Richtung der 70-Dollar-Marke, hatten wir bereits übersprungen, auf 3-Jahres-Hoch damit. Der Ölpreis, ein Glück, habe ich rechtzeitig Heizöl getankt. Nichtsdestotrotz sieht jetzt klasse aus, muss man ganz einfach so sagen. Unter charttechnischen Aspekten haben wir ein schönes Kaufsignal jetzt nach dieser Konsolidierungsformation generiert mit dem Sprung über das alte Hoch und jetzt kann es nach oben weitergehen. Hatten sogar noch einen leichten Test hier, diese Ausbruchsmarke, aber das ist wirklich dann nur für diejenigen, die es ganz genau nehmen. Also von daher, Öl dürfte den Aufwärtstrend weiter fortsetzen, natürlich nur solange es die Nachrichtenlage zulässt. Ja, Dow Jones, wie gesagt, sehr gut aufgelegt, hat sich dann wieder so ein bisschen von dieser 200-Tage-Linie, auf der man ja lang krabbelt, nach oben, beziehungsweise, ja, das ist nicht nach oben, das ist mehr oder weniger zur Seite, konnte sich allerdings ein Stückchen absetzen. Viele Anleger überrascht, dass es doch relativ gut zur Sache ging und wir hatten ja auch dieses One-Day-Reversal am Donnerstag gesehen. Und jetzt kommen wir zu Apple, auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Aller guten Dinge sind in dem Fall tatsächlich, naja, 3 gewesen. Einmal, zweimal, dritte Mal, also 4 ist es tatsächlich. Aller guten Dinge sind 4 gewesen mit dem Sprung über das alte Hoch auf ein neues Rekordhoch. Was war der Auslöser? Warren Buffett hat gesagt, dass er weiter Aktien massiv im ersten Quartal von Apple dazugekauft hat. Mehr als 70 Millionen im Wert von rund etwa 12, 13 Milliarden US-Dollar. Und so viel Vertrauen und so viel Vorschusslorbeeren. Naja, Vorschusslorbeeren sind es nicht mehr, aber so viel Vertrauen in einen Wert, das kam natürlich gut im Markt an und da haben die anderen Anleger gesagt, was Warren Buffett kann, das können wir auch und haben den Wert nach oben gebracht. Sieht also auch weiterhin sehr gut aus. Dann kommt der DAX, den erwarten wir heute Morgen etwas fester nach den guten Vorgaben von der Wall Street. Es gibt uneinheitliche Vorgaben aus Asien, wobei China doch momentan recht gut unterwegs ist. In Tokio hingegen die Kurse etwas leichter, soll uns nicht weiter interessieren. Auch hier haben wir jetzt wieder die 200-Tage-Linie rückerobert und könnten uns dann in Richtung vielleicht sogar 12.900, 12.950 nach oben arbeiten. Rocket Internet hat ein massives Aktienrückkaufprogramm angekündigt, dürfte die Aktie heute Morgen auch beflügeln. Es soll insgesamt mehr als 9 Millionen Aktien zurückgekauft werden. Das ist normalerweise durchaus eine Nachricht, die es zu beachten gilt, weil normalerweise die Anleger da drauf anspringen werden. 26 ist hier oben die Widerstandslinie, die gebrochen werden muss. Und Infineon war zum Wochenabschluss der beste und stärkste DAX-Titel. Und auch hier dürfte sich das Momentum fortsetzen. Hat unten knapp unterhalb der 200-Tage-Linie schön gehalten. Wieder durchgestartet, also alles im grünen Bereich. So, und jetzt gehen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Wie ist denn heute Morgen die Stimmung? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Sieht ordentlich aus, hast ja schon gesagt, die Vorgabenseite an der Wall Street quasi fast schon wieder so ein bisschen Partystimmung ausgelöst durch die Arbeitsmarktdaten, durch die Apple-Aktie. Asiatische Börsen, ja, so ein bisschen gemischt, aber letztlich war es ja auch in der letzten Woche der doch ein bisschen schwächliche Euro, der uns auch mit auf die Sprünge geholfen hat. Interessant ist, dass das Thema drohender Handelskrieg USA-China, wie geht es auch weiter zum Thema USA-EU in der Hinsicht, dass das so ein bisschen an die Seite geschoben wurde, aber das behält
behält man natürlich doch ein bisschen im Hinterkopf. In dieser Woche werden dann auf jeden Fall jede Menge Zahlen wieder auf die Agenda gelegt. Also morgen geht es dann richtig los im DAX. Mit der Berichtssaison geht es dann nochmal richtig weiter mit sehr, sehr vielen Unternehmen, die dann ihre Bücher öffnen werden. Für den Start in die Woche, du hast ja schon anklingen lassen, sieht es erstmal ordentlich aus. Gucken wir dann, was die Unternehmen abliefern. Wie gesagt, wie es dann auch weitergeht zum Thema schwacher Euro. Aber immerhin haben wir jetzt beim DAX die 6. Gewinnwoche in Folge. Also könnte ja sehr viel schlechter aussehen. Von mir aus kann es gerne so weitergehen. Vielen Dank nach Frankfurt. Also, das war der erste Überblick über den Handelstag. Wir sehen uns wieder 14:40 Uhr mit der Indikation für die Wall Street. Bis dahin, tschüss.